Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Auftakt der HIT an der Uni Jena. HIT bedeutet Hochschulinfotage und die sind dieses Jahr ganz digital. Ja, wie ihr wisst, hat uns Corona in der letzten Zeit so ein bisschen beeinflusst und davon blieb natürlich auch die Uni Jena nicht verschont. Das hat aber auch ganz viele innovative Denkanstöße mit sich gebracht und so ist die Idee zu einem riesen Online-Event geboren. Statt nun einen einzigen Tag im Foyer zu verbringen, habt ihr nun die Chance, 2 Wochen lang aus ganz Deutschland easy dazuzuschalten und euch zu informieren über die Uni, die verschiedensten Studiengänge und über das Studienleben generell. Ja, und einen ganz wichtigen Bereich, den wir auch hier in Jena als Unistadt nicht vergessen dürfen, ist die kulturelle Szene hier. Und naja, da war in letzter Zeit ja leider auch nicht so viel los und deswegen haben wir uns für den HIT was ganz Besonderes überlegt, ein kulturelles Trostpflaster sozusagen. Er hat in Jena studiert und ist hier in der Szene stadtbekannt. Wir kennen ihn zum Beispiel aus dem Café Wagner mit seiner Lesebühne Sebastian ist krank, aber auch als Moderator und als Poet diversester Poetry Slams. Und auch über die Grenzen Thüringen hinaus ist er sehr bekannt, denn er ist der amtierende deutsche Meister im Poetry Slam. Und hier kommt Friedrich Herrmann. Ja, danke schön, Lea, und ganz herzlich willkommen zu den Hochschulinfotagen. Ich habe versucht, meine eigene Studienzeit in einem Text zu verarbeiten und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr schon nicht hier vor Ort sein könnt, dann versuche ich euch einen Eindruck von diesem Ort zu geben. Wir befinden uns hier im historischen Universitätshauptgebäude. Von den Jena Studis wird es liebevoll Hogwarts genannt, weil es so verwinkelt ist, dass ein tatsächlich das Gefühl beschleichen kann, die Treppen führten jeden Tag woanders hin. Es ist genau so, wie man sich eine altehrwürdige Uni vorstellt, inklusive der äußerst unbequemen Holzstühle, die ihr heute gegen eure Couch tauschen durftet. Wenn man seine Stimme in den steinernen Mauern erhebt, dann hallt es durch die mit Büsten gesäumten Gänge hinter uns. Da prangt ein 4 Meter hohes Wandgemälde, das Studenten zeigt, die den Befreiungskrieg gegen Napoleon ziehen. Es wäre dem Rahmen also eher angemessen, hier vorn einen gedienten Prof im Polunder natürlich mit so Flicken auf dem Ellenbogen oder einen Dekan im samtigen Talar ein wenig Weisheit versprühen zu lassen. Stattdessen hat man sich für mich einen Poetry Slammer entschieden. Wir werden sehen, ob das eine gute Idee war. Ich hatte überlegt, ein in nette Reime gekleidetes Lobgedicht auf die Stadt und ihre Universität vorzutragen. Etwas in der Art, zwischen Löbtergraben und Oberaue weht ein herrlich lauer Sommerwind, die Blüten neigen sich ins Himmelblaue, ein Tag so prächtig, wie sonst Bilder sind. Durch hohe Hallen schreitet Wachsamen mit einem Staub bedeckter Folianten, naja und so weiter. Ich schreibe sowas eigentlich ganz gern, aber dann ist mir klar geworden, zu wem ich hier eigentlich spreche. Ihr, die ihr heute vor dem Bildschirm sitzt, seid irgendwas zwischen 16 und Anfang 20 und ihr habt ein absolut, ich hoffe, kein Blitz fährt auf mich herunter, wenn ich so ein Wort in diesen Hallen benutze, beschissenes Jahr hinter euch. Viele von euch werden während der Pandemie ihren Abschluss gemacht haben. Mein Beileid, ihr seid das durchgefrorene Klassenzimmer. Statt Lüftungsanlagen hieß es Fenster auf, monatelang habt ihr Abstand gehalten, nur um in einem endlosen Öffnungs- und Schließungskarussell via Bildungsserver und ruckligen Webcam-Anweisungen zum Abi getrieben worden zu sein, während ihr abwechselnd euren Eltern und Lehrerinnen die Technik erklären musstet. Wenn ihr es unter diesen Umständen gepackt habt, dann wage ich die Prognose, dass euch so leicht nichts mehr aus der Bahn werfen kann. Vorab also vor allem eines: Respekt. Und genau dieser Respekt verbietet es mir, heute eine mit nicht so schönen Worten geschmückte Fassade zu präsentieren. Ich möchte keine Wolkenschlösschen von einem paradiesischen Studium malen und unangenehme Wahrheiten unter den Tisch fallen lassen. Mein Auftrag ist, euch aus der Ferne Lust auf das Studium zu machen. Und da ich mein eigenes Studium hier als wunderbare Zeit erinnere, sollte mir das nicht allzu schwer fallen. Aber erlaubt mir in diesem Zusammenhang auch, ehrlich zu sein und meinen Bericht etwas unverblümter und transparenter zu gestalten, als das in so einem Rahmen vermutlich üblich ist. Ich bin in Jena zur Schule gegangen und habe 5,5 Jahre an der Friedrich-Schiller-Universität studiert. Ich kenne die Uni und ihre Stadt, ich weiß um ihre Stärken und ihre Schwächen, ihre hübschen und ihre hässlichen Seiten. Wem die ein oder andere Schilderung im Folgenden nicht passen sollte, der sei an dieser Stelle aber beruhigt, es ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Fangen wir dort an, wo wir uns gerade befinden, das Stadtzentrum.
Auch außerhalb dieser Mauern ist es so ziemlich das, was man sich unter einer schnuckligen Studi-Stadt vorstellt. Gemütliche Kneipchen neben historischem Gemäuer, Bronzestatuen verdienter Persönlichkeiten zieren weitläufige Gärten und Parks, Matedeckel und Filterstummel selbstgedrehter Zigaretten wuchern zwischen den Gehwegplatten. Grüne Hügel umrahmen die orchideengespickte Szenerie und man kann keine 15 Meter weit gehen, ohne ein bekanntes Gesicht zu treffen. Seien es die verschlafenen Augenringe von der Hausparty letzte Nacht, oder dem angestrengt erwachsenen gerade Ausblick dieses Typen aus dem Pro-Seminar, der nie grüßt, jede Sitzung mit Maßanzug und Aktenkoffer absolviert und seinen Oberlippenflaum mit dem Stolz eines echten Schnauzers trägt. Für Menschen, die sich gern verlaufen, hält jener eine mustergültige Lösung bereit. Genau dort, wo man die Mitte der Stadt einzeichnen würde, erhebt sich ein phallisches Gebilde namens Jentower, von den Einwohnern liebevoll Keksrolle oder Penis Jenensis genannt. Es ist von keiner Himmelsrichtung aus zu übersehen und soll der Schauplatz des ein oder anderen Freitodes sein. Ein Mahnmal daran, die Abgabe der Hausarbeit nicht bis zum letzten Stadium der Verzweiflung aufzuschieben. Trotz seiner unübersehbaren Schönheit ist Jena als Studienort doch eher ein Geheimtipp. Ein Grund dafür könnte die eindrucksvolle Mauer aus brutalistischen Plattenbauten sein, die die schillernde Perle sorgsam vor ortsunkundigen Blicken abschirmt. So als hätte Mordor einen unansehnlichen Belagerungsring um das Auenland gezogen. Wer nur über die A4 mit der Zeitstadt in Berührung kommt, dem springen vor allem die unübersehbaren Fragmente des sozialistischen Wohnungsbaus ins Auge und er wird Gas geben, um Jena möglichst schnell in den Rückspiegel zu verbannen. Deshalb ist eine Erkundung der Stadt nicht nur aus Umweltgründen dringend via Zug angeraten. Hier gibt es neben dem Panoramablick des Zentrums auch die charmante Durchsage, nächste Halt, Jena Paradies. Die Jenaer Wohnsituation ist so angespannt wie ein Halsmuskel während einer Weisheitszahn-OP. Die Suche nach einer passenden Wohnung gleicht einer Mischung aus Börsenspekulation und Roulette. Zusätzlich erzeugt die Aufteilung der Stadt so eine Art Zweiklassengesellschaft. Die Frühen, die Fleißigen, die Schönen, die Sympathischen oder schlicht die Reichen schaffen es in aller Regel, ein begehrtes WG-Zimmer im Zentrum und anliegenden Vierteln zu ergattern, während der Rest sich mit dem Plattenbau begnügen muss. Zugegebenermaßen habe ich dort die besten Hauspartys gefeiert. Ich kenne auch so manchen, der seine gesamte Studienzeit in einem eigens an Studis vermieteten Hotelflügel zugebracht hat. Und selbst die Zeltplätze sind zum Semesterstart in der Regel ausgebucht. Also früh dran sein. Vor allem aber Jenas Vergangenheit und das allseits attestierte Nazi-Problem wird den einen oder anderen vielleicht abschrecken. Schließlich mangelt es nicht an prominenten Medienberichten über die NSU-Stadt. Man kann hier noch an den verlassenen Kellern und Jugendzentren vorbeispazieren, in denen Schäpe, Mundlos und Böhnhardt das erste Mal geknutscht haben dürften. Weniger prominent wird in solchen Zusammenhängen über die zivilgesellschaftliche Antwort auf die NSU-Enthüllungen berichtet. 20.000 Menschen sind damals im Rahmen eines Benefizkonzertes zu Clouseau und Udo Lindenberg geströmt, um den Nazis klarzumachen, wem die Straße gehört. Und das ist ein Beispiel von vielen. Der Protest gegen rechts mobilisiert in Jena regelmäßig tausende Aktivistinnen und die nicht überall beliebte, aber umso berüchtigtere Jena Antifa. Die Fankurven im Jena Stadion sind voll mit antirassistischen Sprüchen. Mitten in der Stadt sorgt die enorm linke junge Gemeinde regelmäßig für Protest- und Gedenkaktionen. Und die AfD sieht in Jena einen linksgrünen Sumpf, den es endlich trocken zu legen gelte. Bisher mit erstaunlich wenig Erfolg. Die Blaue Partei feiert hier nicht ihre üblichen ostdeutschen Wahlerfolge, sondern liegt bestenfalls im Schnitt der restlichen Republik oder deutlich darunter. Jenas Gegenwart wird durch das Stadtmarketing also in den buntesten Farben gemalt und tatsächlich ist der Titel Boomtown des Ostens nicht ganz unberechtigt. Durch die vielen internationalen Studis wirkt das Zentrum besonders an lauen Frühlings- und Sommertagen oft wie die kosmopolitische Insel, als die man sich gern darstellt. Jena ist kinderreich, grün, naturnah und gleichzeitig die Heimstätte von mehr als einem Dutzend Burschenschaften. Diese patriarchalen Männerbünde, Schrägstrich-Saufgemeinschaften, wirken, als wären sie direkt aus dem vorletzten Jahrhundert auf die Straße gebeamt worden. Sie tragen bizarre Namen wie Korps Saxonia, Teutonia oder Germania und machen mit Schärpen »Nein, das ist ein Band« und lächerlichen Hüten auf sich aufmerksam. Wer bei der Zimmersuche auf ein unanständig günstiges Angebot in einer Stadtvilla stößt und bei der Begehung feststellt, dass keine einzige Frau in den über 20 Zimmern wohnt, der sollte sich klar machen, dass im Falle einer Zusage die nächsten 3 Jahre eures Lebens aus strammen Besäufnissen und, naja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, bestehen werden. In mancher Hinsicht klafft doch eine erstaunliche Lücke zwischen dem Selbstbild der Stadt und der Wirklichkeit. Allerdings kenne ich auch niemanden, der hier weggezogen ist und nicht wehmütige Abschiedstränen geweint hätte. Kommen wir also nur zu der Frage, die euch vermutlich am meisten interessiert. Wie ist es hier zu studieren? Ich erinnere mich ganz gut an meine erste Vorlesung. Es war 2009 und ich saß in einem engen Hörsaal mit knapp 200 anderen Studis zusammengepfercht und sah Richtung Pult.
Es war die Auftaktvorlesung in Literatur des 19. Jahrhunderts. Der Professor hatte eine Ballade von Eduard Mörike herausgesucht und interpretierte sie in einem wortgewandten und gestenreichen Vortrag. Der Text hieß Die schöne Buche und ich will ganz kurz daraus zitieren. Rings, soweit sein Gezweig der stattliche Baum ausbreitet, grünet der Rasen, das Aug still zu erquicken umher. Gleich nach allen Seiten umzirkt er den Stamm in der Mitte, kunstlos schuf die Natur selber dies liebliche Rund. Der Prof führte aus, wie Mörike durch das Versmaß Bezug auf antike Ideale nehme, wie er für den Leser das Bild von konzentrischen Kreisen entwerfe, die sich um die Buche anordnen, wie Wellen um einen Tropfen, der auf eine glatte Oberfläche fällt. Das hier entworfene Bild sei als Ideal einer Gesellschaftsordnung zu verstehen, mit klarer Mitte und Zentrum. Die glückselige Einsamkeit des Sprechers deute jedoch auf die Abseitigkeit und Seltenheit dieses Erlebnisses hin. Ich hatte noch nie jemanden so klug über Literatur sprechen hören. Der Prof sendete mit jedem seiner Sätze Begeisterung aus. Ich vibrierte. Und das, indem ich jemandem zuhörte. Es war ein erhebendes Gefühl. Als wir den Saal verließen, wechselten ein Kommilitone und ich erstaunte Blicke und er raunte mir zu, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe vollstes Verständnis, wenn man das nicht nachvollziehen kann. Wie kann man so auf irgendwelche Gedichte des 19. Jahrhunderts abfahren? Aber wenn ihr mich fragt, genau das ist das Schöne, der Segen im Studium. Mit einem Schlag ist nicht nur der Streber oder der Nerd, der sich für sowas interessiert, sondern um dich herum, da sitzen 200 Leute, die genauso drauf sind, die einen Wechsel von Pent- und Hexametern einfach hot finden, okay? Wer wirklich für ein Fach brennt, wer seine Interessen und Stärken kennt und sich genau den richtigen Studiengang raussucht, der fühlt sich in den ersten Wochen an der Uni wie ein Fisch im Wasser. Dafür braucht es allerdings eine der seltensten Fähigkeiten, die es gibt. Selbstkenntnis. Wissen, was man will. Das kann die schwierigste Aufgabe von allem sein. Was ist also mit denen, die noch nicht wissen, wo es hingehen soll, die vielleicht eine grobe Vorstellung von, ach, ich weiß auch nicht so genau haben, aber doch eher auf Sicht fahren, die ein halbes Jahr in die Zukunft blicken und absolut nicht wissen, was dann? Meine Erfahrung sagt, das sind die allermeisten. Und ihr seid nicht allein. Ein Studium kann tatsächlich auch das sein, eine Phase, in der man Selbstkenntnis überhaupt erst entwickelt, in der man ausprobiert und vielleicht Glück hat, aber vielleicht auch scheitert. Auch zu wissen, was man nicht will, kann hilfreich sein, um voranzukommen. Das Wertvollste und Schönste, was einem die Zeit an der Uni schenkt, findet ohnehin nicht im Hörsaal statt. Wenn ich an die vermutlich lebenslangen Freundschaften denke, die ich in dieser Zeit geschlossen habe und an die Seiten, die ich während des Studiums an mir selbst entdeckt habe, muss ich sagen, ich bin dadurch ein so anderer Mensch geworden. Über einen Impro-Theaterkurs des Uni-Hochschulsports bin ich zur Bühne gekommen, über erste Slam-Auftritte. Hier in Jena habe ich unzählige weitere Bühnen und Städte für mich erschlossen, bin rumgereist, habe ein Hobby zum Beruf machen können, habe Menschen in aller Welt kennengelernt, noch mehr Freundschaften geschlossen, bin Kryptomillionär geworden und nur eins davon war jetzt gelogen. Die Studienzeit ist ein Abschnitt enormer Freiheiten und es ist so verdammt irre, was möglich ist, wenn man der Welt mit einem offenen Herzen begegnet. Wenn ihr heute eine Sache mitnehmen wollt, dann das hier. Wenn ihr nach Jena kommt, nehmt mit, was man neben dem Studium alles machen kann. Sei es Impro und Slam, wie bei mir, ein Chor, wie im Fall von Lea, ein Dienst bei der Tafel, Rudern, Skifahren, Open Mics, Tanz- und Sportkurse, Basteln und Schrauben in Repariercafés, Bardienst im Club oder 3D-Druckspielereien im Hackspace, was weiß ich, aber macht es. Jetzt bin ich doch ein bisschen ins Wolkenschlösschen malen abgedriftet. Ich hoffe, ihr könnt es als ehrliche Empfehlung wertschätzen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt das unfassbare Privileg einer Studienzeit. Von mir aus gerne in Jena, dann sehen wir uns vielleicht mal bei einem Slam oder übernächtigt auf der Straße nach einer Hausparty. Bevor ich zum Abschluss doch noch ein kleines Gedicht vortrage, hätte ich aber noch eine Bitte an euch. Es gibt unter Studis der frühen, aber auch der fortgeschrittenen Semester einen gewissen Hang zur Hochnäsigkeit. Nicht wenige kommen an die Uni und halten sich nach wenigen Monaten für in jeder Hinsicht überlegene Intellektraketen. Meiner Meinung nach haben diese Leute eine ganz grundsätzliche Sache nicht verstanden, nämlich dass jede Profession eine wichtige Funktion im Ganzen erfüllt, auch wenn der Lohnzettel das nicht immer angemessen widerspiegelt. Die Uni ist nicht in jedem Fall besser als die FH. Studieren ist nicht ehrenwerter als eine Ausbildung oder eine ungelernte Arbeit. Studieren ist ein Zugang zur Welt, aber nicht der Zugang. Im Wald der Welt stehen viele Buchen und es wäre vermessen, die eine schöner als die andere zu nennen. Sie ist schön und ich finde, das reicht. Ich schulde euch noch ein Gedicht, hier kommt es. Zwischen Löbter Graben und Oberaue weht ein herrlich lauer Sommerwind. Die Blüten neigen sich ins Himmelblaue, ein Tag so prächtig, wie sonst Bilder sind.
Durch hohe Hallen schreitet wachsam inmitten staubbedeckter Folianten eine alte Dame und beginnt mit Blick auf all die Schriften frei heraus zu tanzen. Es war hier vor langer Zeit, dass sie Jahr um Jahr studierte, so manches knabenweiches Herz brach und sich exmatrikulierte. Wie oft denkt sie an jene Tage, als alles nah und möglich schien. Sie wirbelt um die eigene Achse und will noch einmal dorthin fliehen. Zurück ins erste von vielen Semestern und in den Ferien Erdbeerernte, zurück in ein nicht allzu fernes Gestern, als sie die ersten Schritte lernte. Als sie Impuls und Rotation in Bewegungen verwandelte, als sie flog, minutenlang und einfach nicht mehr landete. So versunken ist sie in Gedanken, dass sie den jungen Mann nicht hört, der gerade allen Mut zusammennimmt und sie in ihrem Tagtraum stört. Sie sind doch weltbekannt, nicht wahr? Stottert er verlegen, blass. Diese ganz bekannte Professorin. Seine Hände schwitzen nass und dann platzt ein wahrer Schwall aus Worten aus dem jungen Mann heraus. Jetzt will er alles von ihr wissen, von vorn am besten ganz genau. Welchen Kurs soll ich belegen und wie habe ich die besten Chancen? Flehend blickt er zu ihr auf und sie lächelt breit und sagt ihm, tanzen. Sie klopft ihm auf die Schulter, während er verlegen auf der Stelle tritt. Er steht noch eine Weile da und dann wagt er ihn, den ersten Schritt. Vielen Dank. Ja, endlich mal wieder ein bisschen Kultur, das tat gerade richtig gut. Also vielen Dank dafür, Friedrich. Aber jetzt noch mal zur Sache, nämlich zum Studium. Da gibt es ja schon ein paar Sachen, die man auch gerne schon vor dem ersten Semester gewusst hätte. Fällt dir da was ein? Ja, ich habe mir am Anfang meiner Studienzeit auf jeden Fall viel zu viel von meinen Eltern reinreden lassen, was ich studiere, wie ich es alles mache und so weiter. Und was ich irgendwie dann feststellen musste, ist, dass die Entscheidungen wirklich aus mir herauskommen müssen. Also es ist manchmal schwierig, so komplett auf seinen eigenen Beinen zu stehen, aber traut euch das zu, auch wenn es manchmal heißt, hinzufallen, auf jeden Fall. Also es sollte hier, die Entscheidung sollte hier sein und nicht das, was jemand anderes sagt. Absolut, damit habe ich am Anfang auch ziemlich gestruggelt, also in meinem ersten Semester und am Anfang des Studiums. Und was mir persönlich auch richtig geholfen hätte, ist am Anfang, wenn mir jemand sagt, mach einfach alles mit, was geht, komm. Also es ist besser, als am Ende so alleine nichts wissend in seinem Zimmer zu hocken. Und naja, das haben wir jetzt durch Corona eh schon verstärkt. Deswegen, und zweiter Fakt ist, ihr seid jetzt allein verantwortlich für euch. Also vom BAföG-Antrag über Käse kaufen, über die Prüfungsanmeldung. So, da ist es schon gut, jetzt irgendwie Bescheid zu wissen auch. Naja, und damit ihr nicht ganz so unwissend wie wir damals ins Studium startet, haben wir jetzt für euch den HIT oder die HIT, die Hochschul-Infotage. Ab heute könnt ihr euch also 2 Wochen lang über alles, was das Studileben betrifft, informieren. Und dafür geht ihr ganz einfach mit einem Klick auf die Startseite der Uni Jena. Und da findet ihr direkt über 60 oder fast 60 Online-Infostände. Aber das war's noch lange nicht. Die nächsten 2 Wochen bieten euch extrem viele exklusive Workshops, Fachvorträge, Live-Chats und auch Late-Night-Talks mit Studierenden. Und wer sich jetzt so denkt, ach, ich will einfach nur so ein paar kleine Fragen klären, wie zum Beispiel zur Bewerbung oder zur Finanzierung des Studiums, zur WG-Suche oder vielleicht sogar schon zum Auslandsstudium, auch dafür stehen euch aus allen Fachbereichen Lehrkräfte und auch Studierende real zur Verfügung, mit denen ihr einfach mal so quatschen oder schreiben könnt. Ja, und alle Angebote, was die so beinhalten und so weiter, gibt es direkt auf der Startseite der Uni Jena. Naja, und zum Schluss, wer sich jetzt noch nicht so sicher ist und sich denkt, bevor ich mich entscheide, müsste ich eigentlich mal Jena und auch die Uni persönlich besuchen, aber Corona versperrt mir so gewissermaßen den Weg, da haben wir auch was für euch. Dafür gibt es nämlich jetzt 360-Grad-Touren durch die verschiedensten Uni-Gebäude und Institute. Und ja, da könnt ihr euch selbst einen eigenen Eindruck verschaffen, der richtig cool ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine fantastische Möglichkeit, hätte ich damals auf jeden Fall auch genutzt. Klingt richtig gut. Lea und ich, wir beide sehen uns nochmal am 31. Mai, wenn also diese 2 Wochen jetzt vorbei sind.
dann treffen wir uns auf eine Instagram-Live-Session auf dem Kanal der Uni Jena, auf dem Instagram-Kanal, so um 18 Uhr am 31. Mai. Und dort könnt ihr alle Fragen, die jetzt sozusagen noch übrig geblieben sind, könnt ihr uns dort stellen und vielleicht auch sogar selber mit uns live gehen, ein bisschen quatschen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. Ihr könnt uns auch im Vorhinein schon Fragen schicken und wir geben uns dann Mühe, alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ja, jetzt ganz viel Spaß bei diesen ganzen abgefahrenen Möglichkeiten, die ihr bei den HIT habt. Und ja, tobt euch aus jetzt einfach. Tobt euch aus, absolut. Herzlich willkommen zu den digitalen Hochschulinformationstagen. Mein Name ist Marc und ich studiere Deutsch und Geografie auf Lehramt an der Friedrich-Schiller-Universität. Ich sitze hier im Frommannschen Anwesen und bei mir sind Vizepräsidentin für Studium und Lehre Frau Professor Kim Siebenhühner und Studiendezernentin Dr. Andrea Stiebritz. Ja, Frau Professor Siebenhühner, warum sollte man sich denn für ein Studium an der Uni Jena entscheiden? Es gibt viele gute Gründe, sich für ein Studium in Jena zu entscheiden. Studierende, die in den vergangenen Jahren hier angefangen haben, haben diese Frage zum Beispiel so beantwortet, dass sie sehr gut betreut sind. Das heißt, sie haben einen engen Kontakt zu den Lehrenden und das ist besonders für die Studienanfangsphase wichtig. Außerdem schneidet die Uni Jena sehr gut auf dem Portal StudyCheck ab. Sie gehört zu den beliebtesten Universitäten in Deutschland. Und schließlich ist Jena einfach die perfekte Stadt zum Studieren. Das sagen alle, die einmal hier sind. Es gibt Pubs, Kinos, ein lebendiges Stadtzentrum. Es ist nicht weit ins Grüne. Die Sportmöglichkeiten sind toll. Es gibt Chöre an der Universität und so weiter. Aufgrund der Corona-Pandemie sind ja nun Sport- und Freizeitaktivitäten sehr eingeschränkt. Lehre, Seminare, Vorlesungen finden hauptsächlich online statt. Das gilt auch für unsere Hochschulinformationstage. Frau Dr. Stiebritz, was erwartet denn unsere Teilnehmenden? Die Studieninteressierten können sich vom 17. bis 31. Mai über das breite Studienangebot der Universität Jena informieren. Es gibt eine ganze Reihe von Live-Veranstaltungen, etwa 100 Live-Veranstaltungen. Das sind Workshops, das sind Live-Chats, wir haben Late-Night-Talks und man kann 60 Stände in etwa, die normalerweise analog auf dem Campus stattfinden, jetzt digital besuchen. Außerdem kann man an 360-Grad-Rundgängen der Universität und der Stadt Jena teilnehmen und da natürlich ein bisschen hinter die Kulissen schauen, die Fachstudienberater erläutern, wie das Studium aufgebaut ist, wie man am besten rangeht, seinen Stundenplan aufzubauen und so weiter. Die zentrale Studienberatung wird da sein, genauso externe Partner wie das Studierendenwerk Thüringen, was informiert über Möglichkeiten des Wohnens in Jena, aber auch, wie man sein Studium finanzieren kann. Das sind ja viele Möglichkeiten. Wie können denn Studieninteressierte jetzt vorgehen, damit sie den Überblick behalten? Man kann ganz individuelle Veranstaltungspläne erstellen. Das geht ganz einfach über Filter oder Stichwort suchen. Und dann hat man tagesaktuell in den 2 Wochen Zugriff auf die unterschiedlichen Veranstaltungen und kann das sehr gut planen. Das hört sich ja gut an. Zum Abschluss würde ich das Wort gern an Frau Professor Siebenhühner übergeben. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und über Ihr Interesse an den Hochschulinformationstagen. Und wir hoffen, dass Sie unser Angebot überzeugt und Sie sich für ein Studium in Jena entscheiden. Und für den Fall sage ich schon mal herzlich willkommen und bis dahin alles Gute.